Hallo zusammen, Eizocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt, schaut in die Kommentare. Da findet ihr einen Link zu meinem Twitch-Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest Drückende Anliegen anzunehmen bei Wache Hakota an der Küste des Erwachens an dieser Position. Vorquest war plötzliche Isolation. Nehme hier gleich mal die Quest an. Und mal schauen, wo wir diese Trophäe der Walashi finden. Geht in diese Richtung. Hoppala. Ich glaube, der Weg ist nicht allzu weit. Das ist ein Harpunierer, den benötige ich nicht. Dann geht's. Hier, da steht der Flammenformer Lorak. Wie es aussieht, ist es ein Named Mob. Steige ich jetzt in die Lüfte und lande ich auf dieser Insel. Und da mache ich diesen Flammenwächter Lorak kaputt. Ich mache auch die Map auf, damit ihr seht, wo er ist. Einen Moment. Looten, ganz wichtig. Trophäe. Also, an dieser Position ist dieser Flammenwächter Lorak. Rechts oben seht ihr zu jeder Zeit die Koordinaten. Quest ist bereit zur Abgabe. Juhu. Da freuen wir uns doch. Und schon sieht man das Fragezeichen auf der Minimap. Quest ist abzugeben bei Wache Hakota, an der Küste des Erwachens, an dieser Stelle. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und nicht vergessen, in den Kommentaren Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.